Jo Leute, willkommen zurück zu Tag It Light Minecraft. Sven zeigt mir jetzt das Ding, wie das funktionieren soll, was ich immer noch nicht weiß, wie es funktioniert. Es geht nicht, wir können nicht zwei hochschieben, Futter, oder? 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 Doch, du kannst doch zweite Pisten drunter stellen. Ja, aber schieb. Ja, stimmt, ja, der erste Pisten kann den zweiten wieder runterziehen, ne? Das funktioniert. Ja, wenn du Sticky Pisten nimmst, ja. Ja, dann hole ich mal noch einen zweiten Sticky. Gibt's keinen mehr, hab alle. Ich hab doch 19 Stück. Ja. Da. Das geht nämlich so nicht. Du musst den auch nochmal abbauen und dann hinsetzen. Ja. Ja, gib mir mal keine Nachricht. Gib. Hallo? Was denn? Entweder ich mach's oder du mach's. Ganz einfach. Der hätte da stehen bleiben müssen. So. Alter, was machst du? Das ist viel zu niedrig. Nein, du musst ja noch... Natürlich, so komme ich nicht zwei Blöcke nach oben. Dann ist der Leuchtblock immer noch unter der Erde, wenn du beide ausfährst. Nein, er fährt aus, ein Block nach oben, der fährt aus, ein Block nach oben. Genau, und dann steckt unser Block in der Erde. Stimmt. Blaumeier, gut, geh weg jetzt. Lass mich machen, oder du machst es selber. Du erzählst ja nix. Ja, stimmt. Ich muss erst testen, ob es funktioniert. Hast du es ja aber mal erzählen, was du denn machst? Die Leute wollen nämlich auch was sehen. Dann kannst du auch daneben stehen bleiben und dann kann ich es erzählen. Aber normalerweise bist du am Arsch der Welt, dann brauche ich nicht erzählen, was ich gerade baue. Boah, Alter. Das ist dumm, du Pisten. Du musst den Block oben drüber wegmachen, sonst macht das nicht. Du musst die Lampe wegmachen. Boah, das ist nicht meine Lampe. Ich bin kein Technik-Scheiß. Du kriegst aber keine zwei Pisten drunter. Alter. Können wir mal aufhören, automatisch wieder da hochzulaufen? Dankeschön. So, jetzt. So, bewiesen, dass das geht. So, und jetzt willst du. Würdest du jetzt mich dann auch mal fertig bauen lassen, bevor du hier irgendwas aktivierst? Fände ich auch cool. Ja, was du cool findest und was nicht. Da müssen wir noch ein Ding hinlegen. Strom. So. Wird aber so nicht leuchten. Und sofort die zweite Piste. Und der zweite kann den ersten nämlich nicht hochheben. Das ist nämlich genau das, was ich erwartet habe. Aber doch, du hast ja erzählt, ging's. Es funktioniert. Eben ging's. Eben habe ich zwei Pisten hochgeschoben. Der Markus war neben dran gestanden. Der kann es bezeugen, dass es funktioniert. Gib mir mal noch eine Lamp. Hast du noch eine Redstone Torch? Jo. Nö. Da ist noch eine. Da steht doch, das ist ein Wildverstärker. Da nimm doch die. Wir haben nur vier Stück gehabt oder so. Markus hat noch welche im Inventar. Was guck, denn? Es funktioniert. Ja, ja, du musst die nur verzögert. Ja, aber wie kriegen wir jetzt Strom hier oben hin, dass die angeht? Selbst wenn du es so machst, funktioniert das nicht. Guck. Hast du andere Kabel? Ja, wie oft noch nicht Redstone benutzen. Ja, aber probier's aus. Weil wenn ich es nämlich so mache, funktioniert es nämlich. Ja, aber so sieht's kacke aus. Ja, eben. Deswegen probiere ich ja rum. Kannst du ja machen. Sieht aber scheiße aus. Deswegen probiere ich ja, Futon. Und deswegen sollst du irgendwas Sinnvolles machen und nicht mir rumstehen, wie ich 10 Stunden lang Kabel abbaue und wieder hinsetz. Doch, weil ich's auch wissen will. Das ist halt, ich hab's gemacht und du weißt ja, nicht, wie's geht. Ja, hab ich ja auch. Und dann kannst du dir angucken, wie es funktioniert. Ja, super, aber schau, du checkst nicht mal, dass das andere Kabel ist und du Redstone nicht an die Wand setzen kannst. Nicht mal da echt? Checkst du, dass das da was anders ist. Tatsache. Okay. Jetzt ist alles zu spät. Warum ist ja eigentlich ein Redstone-Kabel, das jetzt irgendwo im Keller endet? Weil das in den Schaltraum führt. Das kannst du liegen lassen, du sollst nicht meine Arbeit wegbauen. Einfach so ein random Kabel durch die halbe Prärie. Ja, das geht noch ganz nach hinteren. Wenn du mich fragst. Ich hab's schon vorgearbeitet. Alter. Ohne Witz. Was denn? Zum Glück bin ich kein scheiß Elektrik-Technik-Scheiß. Nee, du bist ja, Lappen. Ohne Witz. Die, wo du hast, Markus, die können wir außerhalb aufstellen. Ja, was ich hab? Das Video, wo du gezeigt hast, das können wir außerhalb auf dem Weg stellen. Dann braucht man nicht so viele. Da hüben, weißt du, durch die Wüste können wir das aufstellen. Dann gefällt mir das. Damit könnte ich leben. Kannst du mal helfen, wenn du willst? Oh, was hat denn hier? Helf mir. Wir brauchen diese komischen Zäune brauchen wir. Zaun. Gut, oder willst du das direkt am Rand vom Weg setzen? Was? Die Lampen. Wie, welchen Weg? Willst du die random durch die Gegend setzen? Nein, einem so ähnlich wie die Lampen, die Torches, wo jetzt schon stehen, so ähnlich. In einem Muster. Du musst das ganze Gebiet ausgleichen, sonst haben wir hier Creeper ohne Ende.
Dass wir Creeper ohne Ende haben sonst. Wir brauchen Redstone-Blöcke, Genau. Tageslichtsensor, Genau. Redstone-Lampe, Zäune, Zäune habe ich 64 Stück. Ich stelle jetzt mal in die Treppen Abständen auf. Also machst du mal und die da, wir machen mal die andere Beleuchtung weiter. irgendwas mit Pisten. Ja, Pisten habe ich auch genügend. Diese klebrigen Pisten musst Ja, die du. klebrigen Pisten habe ich. Die grünen. Ja. Bisten du jetzt? Schön draußen. Nein. Ja, so Foto wird's gehen. Warte, ich komm. Wenn du halt aus an den vier Ecken dann noch auch Blöcke mit hochkommen lässt, quasi. Alter, was ist für Lass mal, Pisten? ey. Foto, lass mal Sachen da. Ja, Moment. Ansonsten. Weiß ich nicht, kann das Ding Witzig. Energie leiten? Was? Der Pisten schafft. Ah, glaub nicht. Was muss ich mit hochkommen lassen? Schon weggebaut. Du hast Du hast gesagt, keinen sieht. Du Redstone-Block, hast gesagt, sieht Foto. scheiße aus. Nein, es werden Haufen Pistons halt auffressen, das ist es Ja. schon. Und Das du ist hast keinen. was Ein kosten Pistons? Ein Redstone, ein Eisen, Ja, man muss sie bisschen halt Holz und ein bauen, das bisschen ist Stein. kein Problem, die zu bauen, das ist mir schon klar, aber. Du weißt, wir müssen das ganze Gebiet hier hinten drin ausleuchten. Auch einfach Lampen bauen können. Ja, aber das sieht ja blöd aus. Sie leuchten ja dauernd. Ich will das nicht dauernd haben. Komm, Ich auch will. ein- und ausschalten. Ja, da musst du aber immer rumlaufen, die einen ausschalten. Nein, Tojo, du du kannst kannst die die wireless Redstone-Block. ansteuern. Dann mach Ja, doch dann einen. bau einen. Du hast doch alles. Das kannst du gleich aus deinem Inventar machen, den. Nein, kann man nicht. Also, brauchst du eine Workbench. Ja, ich kann es im Inventar machen. Mach mal 10 Stück. Nein, es leitet. Nee, stopp, ich bin ja auch noch eins zu niedrig. Da kannst du ja keinen Strom leiten. Scheiße, Futur. Warum? Es ist nicht ganz so einfach. Nicht einmal. Ah, nee, das leitet nicht mehr durch den Block, durch den Strom. Nee, der leitet keinen. Aber wenn So du. wird es wieder gehen. Achso, du hast Jetzt jetzt so unten wieder nicht. drunter. Jetzt hast du es wieder kaputt gemacht. So, aber so, guck mal, so geht's auch nicht. Nee, wir übertragen die Strom, die Lampen. Aber nicht so. Ach. Aber das ist auch kacke. Außer, kann man Erde schneiden und dann das Ding dran setzen? Naja, geschnittene Blöcke, glaube ich, halten keinen Strom. Achso. Kein Redstone-Zeugs. Sonst hätte ich gesagt, wir schneiden Erde und klatschen das da drüber. Geht, glaube ich, nicht. Da müssen wir uns da was anderes einfallen lassen, wie das funktionieren könnte. Ist jetzt doof. Also wir können Lampen aufstellen und die über über WLAN aktivieren und deaktivieren. Das geht. Okay. Dann wären zwar die Lampen immer da, aber sie gehen halt nur an, wenn wir sie anmachen. Gut, dann glaube ich, das wäre dann einfacher, als dass das Ding da rumzuzockt dann. Dann stellen wir halt überall Lampen auf. Große. Machst du die WLAN-Verteiler? Wie viele? Na, für jede Lampe eine. Wie viele Lampen? Jede Menge. So viel brauchst du nicht. Ich weiß nicht, wie viel mehr Licht machen Also ich die. sag's jetzt mal, ich habe keine Ahnung, wie hell und dunkel es ist, weil ich habe jetzt da immer Tagsicht, egal in was für einen dunklen Raum ich gehe, es ist immer so hell wie tagsüber. Also. Also ich könnte mich auch in der Hölle irgendwo in einem, ich könnte mich halt echt einbauen in der Erde und es wäre hell. Der Höhle, es ist hell, es ist schon geil. Glaub, ich mache echt keinen Energieverlust. So. Also ich habe jetzt dein Furnace auf jeden Fall schon mal gebaut, ne? Oh, Das das ist ist dein schon Brass so Ingot. wichtig. Ah, okay. Also das kannst du jetzt auch herstellen, aber ich weiß Ne. zwar nicht, was du das brauchst. Nee, brauche ich nicht mehr. Das hat sich erledigt. Ich habe nicht mal gewusst, für was das gut ist. Ach so. Deswegen. Okay, also wie viele willst du jetzt haben? Ich stelle mal ein paar Lampen auf und ihr sagt mir, ob das so okay ist.
3 hoch, oder? 3 hoch sieht besser aus als 2 hoch. Wir brauchen Tageslichtsensor. Und den Tageslichtsensor. Dann bau dir einen, Markus. Wenn es hier oben gibt. Naja, gibt's das. Den gibt's gar nicht. Müsste es geben, Alter. Ne, gibt's nicht. So. Jetzt ist die Frage, ich glaube, ich brauche Wireless Transmitter, nicht Wireless Jammer. Heißt, ich brauche... Wie viele Lampen müsst ihr jetzt haben, Foto? Mal grob. Ja, 10, 15 Stück. Ja, okay, 15 Stück soll ich jetzt mal bauen. Ja, mach mal 15. Heißt, ich brauche 15 mal 16, also 15, nee, 16, 16 mal 3. Da, Leitsensor, hab doch einen, Markus. Aber ich glaube nicht, den wo wir 30, brauchen. 30, 12, 18, 48. Leitsensor. Was? Blue Doppel Wafer und Stone Wafer. Und Stone Wire. Liquid Sensor, leck mich, was es hier alles gibt. Donnerbüchsenschrot. Ah, geil. Ich baue mir eine Schrotsplinte. Stein der Weisen. Was gibt das hier für Bullshit? Das ist eine Scheiße. Reaktorsensor. Boah, das muss ein Scheiß craften, ne. Pisst ja auch noch. Hm? Aber ich hör's zu begehen, ich hab keinen Ton. Riesen Blue verschlossene Truhe. Er baut eine verschlossene Truhe. Aber ich weiß nicht, ob der Sensor das ist, was wir da brauchen. Ja, Leitsensor. Ja, aber ich habe immer das Gefühl, dass es von Redstone das Ding gab. Ja, Tageslichtsensor nicht mehr war. Gibt's ja nicht. Nein, scheint's nicht. Was ist das? Low Voltage Solar Arrays Voltage Transformer. Nö, gibt's nicht. Also du kannst dieses Melting aus alles machen, was du brauchst. Ja, aber irgendwie finde ich kein Gerät, was Smelting heißt. Problem habe ich nämlich auch gerade, Markus. Das Smelting habe ich gefunden. Der muss auf Light-Sensor und dann ist hier... Ja, genau. Ja, genau. Smelting. Gut. Und welches Gerät macht Smelting? Da ist der Haken. Ich mein Stone Wafer, nicht Smelting. Ja, ja. Ich weiß, die will ich auch herstellen. Also. Da steht, das musst du in das Smelting machen. Und jetzt such mal nach Smelting. Ich finde es wahrscheinlich nicht. Sensor. Duction Smelter. Ja, der funktioniert nicht. Habe ich gerade getestet. Smelting. Smelting halt, es soll das einschmelzen. Einfach im ganz normalen Ofen normal. Pack, was ist denn aber da? Wenn du es. Sicher? Wenn pack du mal in... Stein? Ja, ja, ich probier's. Ja, stimmt, ich glaube, ich ist in dem normalen Minecraft auch so, ne? Ja, Smelting. Schmelzen. Aber ich kann steuern. Weil ich den gerade alles geklaut habe. Ah, ja, funktioniert. Ja, frag doch mich, Menschenskinder. Da habe ich uns gleich mal wieder ein bisschen Cobblestone zu Stone gemacht, damit wir mal wieder einen kleinen Vorrat haben, weil unsere Recycler fressen uns einfach alles weg. Jo, die Frage. Hast du Stone Wafer jetzt gemacht oder? Ja, wir haben jetzt Stone Wafer. Da gibt mir mehr. Ah, ja. 14. Nee. So. Aber die Folge ist jetzt auch dann durch und wir haben schon wieder 3 Folgen aufgenommen. Übel, wie die Zeit vergeht.
32 davon brauche ich. Hopp. So, und dann müssen wir noch Holzplanken schneiden, um das zu. Markus, guck mal in das rechte Display. Rechts. Ja, was rechts? Ja, guck doch ins rechte Display rein. Stormwraith. Display. Ja. Oder dann im Duse. Markus checkt's nicht. Du sollst da in den Nee, ich weiß nicht, Computer was du mit dem gucken. meinst. Ins System. Hier reingucken. Hier, wo ich draufstehe. Guck mal da rein. Da reingucken. Genau. Was brauche ich jetzt? Holz. Irgendwann mal ein Zombie ohne Säge. Ja. Diamond Horse Egg. Warum kann ich Holz nicht sägen? Ah doch. Muss dich gleich verjagen, Futur. Nö, wir machen jetzt eh gleich Feierabend, deswegen. Muss dich trotzdem verjagen. Wegen? Dankeschön, hat sich erledigt. Bin wieder raus, kannst wieder benutzen. Bin schon mit dem anderen. Okay. So, das müsste reichen. Der Regen geht schon ein bisschen auf den Sack, gehen wir in die Wüste. Aber wie gesagt, die Folge ist eh fertig. Der Ultimativ. Wenn dir der Regen auf den Sack geht, gehst du in die Wüste. Eben. Ja, so, das sieht dann was gut aus. Was? Razzlepearl, Enderperle, Glowstone Dust und Redstone braucht man da. Hab nie gesagt, dass es ein leichtes Thema ist, das Ding da schön zu machen. Ups. Schön schwierig. Jetzt muss ich wieder Enderperlen herstellen. Kannst du mit Minions tun, kannst du, hast du gesagt. Ja. Wenn er läuft, ist. Ja. Gott, wo ist der? Er steht Rechts. links. Ja. Wo links? An der Wand. Ah, da. Boah, ist das kacke. Wie viel hast du jetzt gesagt? 15. 15. Aber irgendwie sah es bei dem Typi cooler aus als bei mir. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, sind wir raus und ciao.